So. Jetzt ist es weg. So, hier kann ich auch hochklettern. Ja, jetzt komme ich da drüben auf jeden Fall erstmal hin. So, rüber. Und dann hier runter, ne? Oder? Jetzt hier durch die Tür durch. Ich dachte jetzt zwar durch, ich kann in Abkürzungen laufen, aber okay, wir kommen jetzt wieder hoch. Hier ist wieder der Zwerg, aber der ist gerade nicht da. Doch, der ist da. Zwischen Ehrgeiz und Gier liegt nur ein schmaler Grat. Okay, der weiß auch von Fafnir. Und wir könnten... Ach, den Fahrstuhl nehmen. Konzentrieren, Junge. Na, Wölfe. Oh. Aber nicht nur Wölfe. Das sind ja noch andere Tiere dabei. Wir machen ganz kurz mal Platz hier. Aha, ich hab die eingefroren in der Attacke. Oh. Die Lost einfach oben drüber geschossen. Passabel. Passabel. Wir fahren jetzt einfach damit hoch. Guck mal, damit fahren wir jetzt hoch zum, zum schwarzen Atem. Ich hab immer noch einen Hustenreiz, ne? Krieg das nicht weg. So. Na, jetzt fahren wir eine Weile, wie es aussieht. Aber sonst müssten wir ja laufen. Vater, könnte ich sie jetzt tragen? Nein. Aber... Ich sagte nein. Ist gut. Der hat mit der Axt ja die ganzen Typen platt gemacht, ne, der Junge. Ob der mit der Axt irgendwann richtig umgehen kann? Ich könnte mir vorstellen, in Ragnarök dann nimmt der Junge die Axt und wir kämpfen mit den anderen Klingen hier. Ich weiß gar nicht, wie hießen die Klingen da machen? Oder so. Er hat das Gesicht in den Berg gemeißelt. Das weißt du sicher besser als ich. Danke. Jetzt sei vorsichtig. Sorglosigkeit kostet uns nur Zeit. Ah, die Blades, genau, die Chaos-Klingen, so heißen die. So, jetzt haben wir auf jeden Fall das Licht. Hier oben wollten wir hin. Ich mach kurz mal ein Speichern. Wir sehen da drüben. Hier drüben sehen wir, da ist noch so ein Wurzelwerk an der Kiste. Das kann ja nur die Hexe wegmachen momentan noch, aber vielleicht kann das auch irgendwann der Junge. Und da oben jetzt haben wir hier wieder den. Der schwarze Atem. Was machen wir? Wir schauen, ob die Hexe recht hatte. Genau, wir schießen jetzt einmal mal das Licht von Alfheim da rein. Okay. Da ist, bin ich gespannt. Was muss ich tun? Ich muss laufen. Es funktioniert. Ich hatte recht. Komm, ja. Bis zu Ende. Wir müssen nach oben. Mal gucken, ob wir damit auf den Berggipfel kommen. Weil das ist ja das letztendliche Ziel. Guck mal, wie lange der läuft, ne? Ich habe gar nicht gedacht, dass wir so weit laufen müssen. Ich dachte, wir machen in einem Mal den Rauch einfach weg, aber nein, der bleibt ja. Wir laufen nur durch, glaube ich. Jetzt ist er weg. Okay. Der Weg da vorne ist das Licht von Alfheim. Dann klettern wir. So, okay. Hier ist eine Kiste. Auch mit Wurzelwerk kommen wir nicht ran. Also müssen wir. Da kommen wir nicht hin. Tja, wo klettern wir denn jetzt? Rüberspringen. Da, Space. Jetzt haben wir's. So. Na, hier ist ja mal alles ein bisschen angemalt, ne, wenn es wichtig wird.
Kommen wir jetzt schon auf die Bergspitze hoch und werden jetzt da die Asche los? Mutter meinte, die Riesen hätten die Berge von Midgard oft besucht, bevor sie verschwanden. Verschwanden? Ja, sie waren eines Tages einfach weg. Niemand weiß warum. Na, aber das ist doch der Turm von Jötunheim, oder? Nach Jötunheim? Vielleicht. War das Gesicht im Berg wohl die Ehrung eines Riesens? Genau, Jötunheim ist das Tal der Riesen, ne? Oder Land der Welt der Riesen. So habe ich das gestern jedenfalls. Es kam mir nicht bekannt vor, als ich es gesehen habe. Ich kann nur in die eine Richtung laufen. Okay, ich dachte jetzt, wer weiß, ob ich mehrere Richtungen sehe. Zu holen? Nee. Deswegen glaube ich auch mal, dass der noch fehlende Jötenturm, also Turm nach Jötunheim, dass wir den später irgendwie noch kriegen müssen, um da hinzukommen. Da vermute ich jetzt mal. Ein Hirsch? Von einem Riesen mit Hirschkopf habe ich noch nie gehört. Wer kann das sein? Also ich weiß nur, wir hatten bei Valheim der erste Gegner, Eiktür. Das war ein Hirsch. Eiktür. Aber das ist eine Sicherheit. Heilung ist hier nicht. Ich guck mal kurz hier trotzdem. Ah, okay. So habe ich es eigentlich mir nicht vorgestellt. Ich wollte mal ganz kurz nur reingucken. Das war gut. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Den einen gegen den anderen zu treten. Ah, so fühlt mich da am wohlsten. Wie ist der denn da raufgekommen? Wer ist wohin raufgekommen? Was willst du mir zeigen? Da oben ist ein Kristall, oder was? Okay, wir machen also ganz kurz das. Der schießt mal runter. Und dann ist da oben ein Kristall, wie es aussieht. So, okay, hier, alles klar. Ein rotes Herz. Genau, das hilft nämlich nicht. Das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal. Und da oben ist ein Kristall, ne? Geil! Hat das jetzt der... Also hätte ich das auch mit der Axt runtergekriegt? Oder wie war das jetzt? Hat das jetzt mit dem Pfeil der Explosion verursacht? Geil, Omat, ey. Hat der Junge mit dem Pfeil aber ordentlich jetzt... Wichtig gewesen sein. Offenbar prüfen also sie uns. Hier ist auch schon alles klar. Sehe ich auch schon die Stelle. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, was steht hier. Was steht da? Kein Ochs am Joch, kein Sklav im Land. Hört meinen Ruf, hat mich je gekannt. Hm. Justa! Was? Das ergibt keinen Sinn. Irgendetwas fehlt. Aha, guck mal. Da müssen wir bestimmt irgendwas drehen jetzt, hä? In welche Richtung? Nach vorne? Nach hinten? Alles klar. Wir machen das jetzt zusammen zu einer großen Scheibe. Jawohl. Jetzt kann ich's lesen. Lies mal vor. Ist das die Antwort? Freiheit. Klar, das passt. Freiheit. Klar, Frelze. Frelze. Was passiert jetzt? Oh, ich dachte eher an eine Brücke. Dann fällt ein Stein ein. Uns noch weiter prüfen. Okay, der hat jetzt da drüben die Steine aufgemacht. Dann können wir die kaputt kloppen jetzt. Soll ich da liegt ein Kristall. Fackelhalter zum Leuchten bringen? Mach mal. Justa! Besser, oder? Hilft uns nicht. Erst nach unten, dann nach oben. Okay, der ist tot. Ob die sterben durch das Licht hier? Die Gänge sehen zu eng für Riesen aus. Warum lachst du? Oh,
meinst das Du hast eng gesagt. Ich meine es immer ernst. Ganz vergessen. Mutter sagte immer, Geschichte interessiert dich nicht. Riesen sind nur ein Volk, die Alten oder das Hildifil. Sie müssen nicht groß sein. Und die Weltenschlange. Na gut, in dem Fall heißt riesig tatsächlich groß. Aber es gibt ja nur einen. Cool finde ich ja auch, wie die Stimme jetzt hier so halt, ne? Da hinten ist auch nochmal so ein Kristall. Hier haben wir noch ein bisschen was mitnehmen. Ich nehme alles an Silber mit, was ich kriegen kann. Oh, hier ist eine Treppe. Junge! Komm hierher! Das Licht bringt bestimmt irgendwas. Oh, was haben wir jetzt? Oh! Schuppenarmschienen! Na dann anzeigen im Menü. Jetzt haben wir die auch Stufe 3. Gleich mal angelegt. Das alles andere ist ja viel schwächer. Ja, wir werden jetzt Schuppenrüstung hoffentlich im Ganzen. Wenn ich jetzt nicht völlig verpeilt bin, schaffen wir das auch, die Schuppenrüstung voll zu machen. Aber vielleicht habe ich auch schon was übersehen oder verpasst oder. Da sind wir hergekommen. Wir haben immer noch das Licht von Elfheim immer noch dabei. Oh, wenn ich jetzt E drücke, kommt doch gleich irgendwas. Das ist doch immer so in dem Spiel. Immer an solchen Stellen passiert irgendwas. Wenn man da voll konzentriert ist und plötzlich BÄM! Ah, Hexe. Okay. Achso, da ist nochmal ein. Mal die Viecher loswerden, das wäre ganz nett. Muss die Viecher erstmal loswerden, das geht nicht anders. Aber ich habe festgestellt, die ruft die ja. Dann machen wir jetzt. Oder ablenken und dann. Achtung, Feuer über dir! Ist nicht, hat nicht geklappt. Ah, Mist! Anne! Hab ich die jetzt erwischt? Ah, oh, genau ein einziges Mal draufschlagen. Ach, komm! Hau ab, Mann, du elendige Starke! Der Schuss! Das war eigentlich verkehrt. Ich wollte. Genau, den wollte ich machen. So. Und keine Lebensenergie. Nichts zu holen, ja? Nichts zu holen. Vistarium aktualisiert. So. Guck mal ganz kurz mal, ob es hier was Wichtiges gibt. Da oben ist noch ein Kristall zum Anzünden. Aha. Guck mal, da haben wir ein paar Eimer hängen da. Die holen wir uns natürlich runter, die Eimer. Gucken wir mal, was wir da drinnen finden. Alles mitnehmen. Hacksilber. Plus 1100. Geil, das ist ja richtig Hacksilber. So, dass ich gleich weiß, ob ich hier auch wieder das Bluetooth-Symbol brauche. Gucken wir mal ganz kurz. Naja, geht's weiter. Hier kann man vorbeilaufen. Oh, Heilung. Da komme ich nicht rüber. Na, dann gucken wir mal hier. Lies mal. Achso, gibt nichts zu lesen. Oh,
Runensegen. Abklingzeit, okay. Komm mal kaputt hier. Gib da einfach noch einen Typen. Ja, richtig. Oh. Bam in die Larve. Den machen wir kaputt, okay. Leute, ihr könnt mich mal. Ihr seid so doof. Den Nachbar. Guck mal, der hat ihm die Beine gestellt. Wie geil eigentlich, ne? Der Atreus. Hat ihm die Beine gestellt. Und auf Landung. Der bleibt nicht eingefroren. Und der blockt mich. Okay. So, weg mit dem. Gut. Heilung. Die Schuppenrüstung, die tut ihr Übriges. Da können wir auf jeden Fall reinschießen. Aber da muss ich vorher kaputt machen, oder? Ja, jetzt. Oh, Glück. War geraten. Auf jeden Fall müssen wir jetzt gucken, was für Buchstaben ich einstellen muss. Wo kriege ich denn das jetzt raus? Was ist denn das für ein Kristall? Ach, da können wir ja durchlaufen. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Finde nach Hause. Du bist frei. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Das war ihr letzter Wunsch. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren.